Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Train Controller Tutorial. Ja, heute geht alles wieder um das Thema Betriebsstelle, denn heute stellen wir die eingleisige Strecke vor. Dazu viel Vergnügen. Ja, und heute schauen wir uns die Betriebsstelle eingleisige Strecke etwas genauer an. Und wenn wir die anklicken, dann wird diese auch erstellt. Was ich davor nur noch gemacht habe, ist die Datei Example Gold für die Version 10 hier um einen weiteren Block erweitert, damit wir das, was wir vorhaben, auch uns jetzt hier anschauen können. Ja, und die Betriebsstelle wurde angelegt, hier unter den Betriebsstellen, und hier habe ich einfach die eingleisige Strecke Nummer 1. Ich muss wieder auswählen, welche Blöcke zu dieser Betriebsstelle gehören. Ich kann natürlich auch die Weichenstraßen dazu noch auswählen, ist allerdings nicht notwendig. Ja, und was soll nun diese Betriebsstelle eigentlich überhaupt für uns tun? Der Gedanke ist, ich habe jetzt hier eine Lokomotive, die fährt von Südstadt hier über die zwei Ostblöcke zum Schattenbahnhof. Ja, und diese Strecke ist eingleisig und ich möchte, dass in beiden Richtungen Züge verkehren. Nebenbei, wenn ich hier schon dabei bin, kann ich kurz diese zwei Blöcke hier stilllegen, damit da hier nachher nicht ein Zug abhaut. Den hier wiederum können wir freigeben, den brauchen wir nachher vielleicht. So, und wenn jetzt also hier der Zug in diese eingleisige Strecke fährt, dann möchte ich natürlich, dass dieser Bereich hier nur in eine Richtung befahren wird. Aber wenn zum Beispiel zwei Züge in eine Richtung hier hinunterfahren, dann möchte ich eventuell auch, dass beide Züge gleichzeitig hintereinander diese zwei Blöcke hier befahren können, und dann fährt irgendwann dieser Zug in diese Richtung los. Dazu müssen wir allerdings ein bisschen was in der Betriebsstelle einstellen. Kommen wir aber gleich dazu. In dieser Beispieldatei hier ist natürlich noch ein Problem gegeben. Wenn ich hier nämlich den Zug, wir können es mal uns in der Simulation anschauen. Wenn ich diesen Güterzug zum Beispiel jetzt mit einer Spontanfahrt starte, dann sehe ich, er reserviert hier gleich die zwei Blöcke. Das ist ja auch völlig in Ordnung. Er fährt über den einen und den anderen. Und ich sehe, die Reservierung geht so weit, dass wenn er hier oben ankommt und einer von den zwei Zügen jetzt hier losfahren könnte, geht es schon wieder nicht, weil der Rest der Strecke hier gleich wieder reserviert wird. Das heißt also, in dieser Beispieldatei ist eigentlich schon alles getan, damit eigentlich hier kein Unfall auf dieser eingleisigen Strecke passieren könnte, weil die Züge eben einfach sehr gut vorreservieren ihre Strecke. Aber das hier soll ja als Beispiel dienen, wie eben diese eingleisige Strecke als Betriebsstelle eingerichtet wird, also alles zurück auf den Ausgangspunkt. Ja, und wir gehen hier jetzt nochmal auf die Eigenschaften, allerdings im Editiermodus der Betriebsstelle. Ich könnte jetzt dieser Betriebsstelle einen sinnigen Namen geben und vor allem, ich schaue jetzt hier in die Regeln hinein. Wir sehen, die Regeln sind hier sehr übersichtlich. Und es sind keine großen Überraschungen zu erwarten. Ich habe einmal die Einstellmöglichkeit, dass ich sage, bei einer eingleisigen Strecke in dieselbe Richtung soll die eingleisige Strecke gemeinsam benutzt werden. Also es können Folgezüge eben hintereinander diese Strecke benutzen. Und wie viele Züge sollen das gleichzeitig sein? Naja, mit zwei Blöcken macht es Sinn, dass maximal von zwei Zügen gleichzeitig diese Strecke maximal befahren werden sollte. Das heißt, wenn wir das hier jetzt so speichern, wir lassen die Bedingungen und den Kommentar frei. Das ist selbstverständlich, was hier eingetragen werden kann. Und wir gehen mal zurück in die Simulation. Dann könnte ich jetzt hier sagen, wir wollen nichts starten. Dann könnte ich jetzt zum Beispiel mal sagen, diese zwei Züge hier fahren jetzt einfach mal mit der Spontanfahrt die eingleisige Strecke entlang. Und unser Güterzug, der versucht einfach in die Gegenrichtung zu fahren. Und wie man sieht, passiert jetzt genau das, was ich auch mit dem Güterzug vorher simuliert habe. Und zwar die zwei Züge hier wechseln sich so mit den Reservierungen ab, dass der Güterzug, weil ja hier eine freie Strecke ist, gar keine Chance hat, hier loszufahren und muss im Grunde hier jetzt verbleiben und warten. Aber Train Controller wäre nicht Train Controller, wenn es auch nicht dafür eine Lösung geben würde und sogar schon in der Betriebsstelle. Und das schauen wir uns jetzt kurz an. Im Editiermodus gehe ich hier wieder auf die eingleisige Strecke und auf Eigenschaften. Übrigens, auch hier wieder bei diesen Zahlen, die ich hier vergeben kann, kann ich auch wieder mit der Taste F auf Formeln umstellen. Oder natürlich kann ich auch mit %V mir hier auch eine Variable auswählen, die ich jetzt hier aber keine zur Verfügung habe. Ansonsten kann ich ganz normal hier eben mit Dezimalzahlen operieren. Ja, wir haben gesagt, maximal von gleichzeitigen Zügen haben wir von 2 gesprochen. Jetzt habe ich aber hier unten noch die Einstellmöglichkeit, eine Maximalzahl von Zügen in derselben Richtung zu sprechen. Das heißt also, wenn jetzt hier in diesem Beispiel meine zwei Züge, einmal der Personenzug und einmal der Nahverkehrszug. Wenn die jetzt hier durch meine eingleisige Strecke durchgefahren sind, dann ist die Zahl von 2 erreicht. Jetzt darf aus dieser Richtung, also vom Schattenbahnhof in die Südstadt, kein Zug mehr starten, bis mindestens ein Zug von Südstadt über die 2 Ostblöcke zum Schattenbahnhof gefahren sind. Das ist genau das, was wir hier also jetzt brauchen, um zu verhindern, dass der Güterzug hier ewig hier steht und wartet und diese zwei Züge sich hier gegenseitig die Blöcke durchreservieren und eben keinen anderen Zug zum Zug, Wortspiel, kommen lassen. Also das wollen wir jetzt durch diese Einstellung hier verhindern und schauen mal, ob das auch funktioniert. Und ob ich das im Fahrdienstleiterfenster oder im Stellwerksfenster mache, spielt überhaupt keine Rolle. Die Regel greift auf jeden Fall, weil die Regel ja bei uns momentan, so haben wir sie jedenfalls eingestellt, für die Spontanfahrten, für Autotrain per Drag and Drop oder eben für Zugfahrten greift. Also, wir starten wieder unser Simulationsmodus und wir machen das gleiche wie vorher. Wir schicken erstmal unseren Personenzug los, dann sofort den Nahverkehrszug und dann schauen wir, ob der Güterzug eine Chance bekommt, hier nochmal heute mitzuspielen. Der Personenzug fährt also durch die eingleisige Strecke, der Nahverkehrszug folgt sofort. Und wir sehen, der Personenzug hält jetzt an. Er reserviert die eingleisige Strecke nicht mehr. Dafür warten wir, bis der Nahverkehrszug jetzt hier voll alles freigibt. Und wir sehen, sofort greift jetzt der Güterzug an und fährt jetzt eben seine Runde. Und nachdem der Güterzug die eingleisige Strecke wieder freigibt, dann ist eben ein Zug in die andere Richtung gefahren und dann dürfen 2 Züge wieder in die Richtung fahren von eben dem Schattenbahnhof zur Südstadt. Und wenn die 2 wieder gefahren sind, dann hat nach allem, was wir jetzt hier ausgetestet haben, der Güterzug eben die Möglichkeit zu fahren. Das hätte er zumindest, wenn es jetzt nicht hier hinten ein Problem geben würde, weil wir hier hinten eben jetzt nichts konfiguriert haben. Denn auch hier hinten wäre es eigentlich eine eingleisige Strecke, die man ebenso konfigurieren müsste, aber mit ein bisschen, naja, Eingreifen in die Simulation kann man das gut beheben. Wir sehen auf jeden Fall jetzt auch wieder hier, der Personenzug fährt wieder in die Richtung. 2 Züge sind jetzt gefahren. Der Nahverkehrszug hätte jetzt gleich wieder nahtlos reservieren können, aber jetzt hat erstmal wieder der Güterzug seinen Lauf. Das war also die Betriebsstelle eingleisige Strecke. Ich glaube, es ist etwas klar geworden, was man mit dieser Betriebsstelle machen kann und auch wie mächtig und toll diese Betriebsstelle ist. Die Profis aus der Version 9 werden das vielleicht auch kennen als kritischer Abschnitt, aber eben mit der eingleisigen Strecke als Betriebsstelle hat man viel, viel mehr Möglichkeiten, als es mit dem kritischen Abschnitt jemals gab. Vielen Dank fürs Interesse und fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video oder eben bis zur nächsten Betriebsstellenerklärung.